So, wo ist er denn? Was? Ach, hier können wir ja noch hier diesen. Alter, die Musik, die ist so laut, ey. Das ist eine schöne Musik. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die ist viel zu laut. Oh, jammer nicht. Du kleine Großklappe. Na, warte nur, ich zeig dir nächstes Mal, wie laut ich die Musik im Auto normalerweise hab. Dann kannst du sagen, es ist laut. Mir geht's ja nicht so darum, dass es laut ist. Mir geht's einfach komplett wegen den Spielverhalten. So, das ist das. Wo sind die jetzt? Hier sind sie. Komm mal ran zum Fummeln. Ja, schon da. Und zacki zack. Ivo, ich bin ja frisst schon wieder. Ich wollte gerade sagen, der schmeckt hier der was auch immer die ist. Der hat den Körper gegessen. Cool. Warum ist Calvin hier? Ach, weißt du, was das ist? Das ist dieses komische Moped-Ding. Ach so, ja. Warte mal, ich muss jetzt mal meine scheiß Brieftaschen aufmachen. Ich hab, die liegt schon wieder innen rum, ich kann die schon wieder nicht mehr mitnehmen. Scheiße. Wo finden wir denn raus, ob wir irgendwo Karten gesammelt haben? Ich weiß es nicht. Die haben wir doch auch im Inventar. Na stellst du, wir haben das letzte Mal eine bekommen. Wir haben einen Wartungsschlüssel. Dann haben wir einen Gästeschlüssel und einen VIP-Schlüssel. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Schlüssel es gibt. Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt dann gleich mal... Okay, wenn du selbst davon, wenn ich einfach mal so voll... Nicht? Er hat mir den Kopf geschüttelt. Ich habe mir den Kopf geschüttelt. Er hat mir den Kopf geschüttelt. Er möchte es nicht. Nee, weil du Calvin auch heilen lassen sollst. Ja, aber warum denn? Na, weil Calvin. So, ja, der Herz allerliebster, sorry, hab ich vergessen. Nee, das bist ja du. Ja, was ist denn Calvin? Der Sklave. Ja, wow. Wir brauchen auch einen Sklaven. Ich zieh mir erstmal vorher das Katzenfutter rein. Bäh. Okay, dann. Warte mal, wo können wir denn? Warte. An den grün leuchtenden Punkt, da sind wir gewesen. In der Höhle sind wir gewesen, ich glaube. An den grün leuchtenden Punkt. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt wirklich ganz da hinten, wo wir das letzte Mal gewesen sind, ob wir jetzt da reinkommen. Oh, aber wenn wir jetzt wieder bis dahin noch haben, wenn wir wieder nicht reinkommen. Ich weiß es nicht. Gut, wir könnten einfach mal zu den grün leuchtenden Punkten, zu den anderen gehen. Und da einfach nochmal gucken. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so... Bip, bip, bip. Pass auf, dann machen wir. Einmal Sex. Weil es immer geil, wenn es nachts ist. Ich meine, wir können noch mal schlafen, wenn es geht. Ich muss mal eine Plane aufstellen. Das ist vielleicht ja bitte sinnvoll, aber jetzt nachts wird er hier irgendwo rumzugurken. Ich meine, wir fahren aber da überall dagegen. Das können wir auch, wenn es nicht dunkel ist. Ja. Aber am Tag ist es sinnvoller, da sieht man wenigstens was. Okay. Ich komme ja schon ins Bett. Dein Glück. Da.
Aber ohne mich hast du da viel mehr Platz im Bett. Na doch nicht. Na wow. Na wow. Bring aber auch Theo mit, ne? Das macht nichts. Der liegt doch eh auf mir. Ja, deswegen. Hast du gar keinen Platz mehr. Da liege ich halt auf dem Rücken, schnarcht die ganze Zeit. Das müsst ihr ja bloß ertragen. Ja, ja, ja. Ich helfe dir dann. Ich weck dich. Also wir machen nicht zu dem Punkt, zu dem Grünen, der jetzt hier war. Wir machen zu dem, der weiter hinten ist. Ich renn dir eh hinterher. Vorsicht, Baum! Ich hab voll ein Hängen. Wow. Autsch. Ich wurde geschubst. Na, sowas. Die Dinger sind so doof zu lenken. Ja, hier so. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest? Ja, mir geht das so gerade die ganze Zeit, ich bleibe an jedem Grashalm hängen. Also ich lauf gleich lieber. Die Idee davon ist ja nicht schlecht, aber die Umsetzung. Ja, ich denke mal, die werden das schon ein bisschen schwerer extra machen. Denn das Ding wird halt so schnell, dass du gar nicht mehr lenken kannst. Genau, jetzt fahrst du gegen so einen Vogel. Gegen so einen Vogel einfach dran und komm nicht vorwärts. Mhm. Ja, du musst halt jedes Mal bremsen. Ach komm, ich laufe jetzt, das ist mir zu blöd. Hallo Lady. Hallo Lady. So, guck mal, dass du herkommst. Ich muss hier gerade so ein Ding zerstückeln. Ja, schon unterwegs. Aber ich laufe, weil mich das Ding ja, nervt. Ja. Alles gut. Und dann haben wir gleich noch einen zweiten. Und zack. Wie geht's dir, Lady? Ich hoffe, dir geht es voll erotisch. Oh, einer. Ja. Zack. Na toll, warte mal, ich muss anziehen. Ich bin full. Ja, so ging's mir auch. Der guckt voll erschrocken. Was hat Angst vor dir? Ah, einigermaßen wieder besser. Wie geht's denn dein Kleinen? Jetzt sind wieder gut. Gibt's Uhren und Kleingeld. Kleingeld! Das kann man immer brauchen. Stimmt, vielleicht finden wir mal einen Stripperin oder einen Stripper. Also hör mal. Hör mal. Du kennst eine Stripperin für dich. Ihm geht's wieder super. Das ist schön. Uns geht's auch soweit gut, denke ich doch.
Geht's uns gut? Ja, uns geht's gut, oder? Uns geht's gut. Auf meinen Füßen geht's mir gut, ja. Ist auf dem Gieße Stinkefuß. Ey, die tun eh schon weh und dann latsche ich auch noch in die scheiß Scherbe heute. Das war gar nicht lustig, das tat weh. Komm mal her, du Fellschnackter Halbwider hier. Der will nicht. Schmeckt das schon. Hat der Pech. Wir sind jetzt hin zu dem blinkenden Punkt da, oder? Ja, ja, wir gucken, ob wir da schon waren. Ach, du, wir waren da schon überall. Keine Ahnung. Wir haben aber auch noch lila Punkte. Ich hab noch zwei. Wo hast denn die lila Punkte? Ich hab noch zwei Ausrufezeichen. Ich habe hier keine in der Nähe mehr. Ich hab noch zwei. Mir zeigt's noch zwei an. Ja, ja, sie hat ein neues Headset. Wir haben es halt aber noch nicht besser eingestellt. Wir haben es halt einfach bloß mal das Grobe so genommen. Hier waren wir aber schon. Das ist ja, der ja. Bunker. Ja, ja, ich sag das. Ich weiß halt nicht, ob wir hier schon waren. Deswegen. Ich lade es mal zu diesem Ausrufezeichen. Du hast das nämlich, glaube ich, gar nicht. Hab ich doch nicht. Die werden mir nicht mehr angezeigt. Ich hab das. Wieso hab ich das noch? Ja, weil sich das bestimmt bei dir wieder resettet hat. Aber warum? Dann brauche ich da jetzt auch nicht hinlatschen. Ja, wir können doch trotzdem mal gucken. Vielleicht backt sie bei mir rum, nicht bei dir. Okay. Muss ich jetzt vorlaufen? Ja, aber ich entstehe. Das alles kann ja schief gehen. Alles klärchen, Luni. Ich danke dir für dein Glück und dir auch noch viel Spaß. Musst du alles erschießen? Ja, hallo? Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich muss meinen Lüfter hochstellen. Ja, laut ist er. Stimmt, du könntest dich. Ja, stimmt. Kannst du dich mal ein bisschen leiser machen? Geht das? Warte. Ist schon, naja, also mit der Laut, also es ist ja. Kommt halt auch immer drauf an, wie nah du das Headset dran hast, weil sie hat ja das gleiche wie ich. Oder wie nah du das Mikro dran hast. Und wenn du das, je weiter du das wegmachst, desto leiser wird das ja halt alles. Jetzt zu leise. Ach. Aber ich hoffe, du machst dich so. in Discord leiser. Doch. Genau da mache ich das. Ja, in Discord, ja, meine ich doch. Ja, mache ich doch. Besser jetzt. Ein Stückchen lauter kannst du dich noch machen, ein kleines Stückchen. So. Was so denkst du, oder? Oder was denkt ihr? Lady, was denkst du? Passt das so? Ich meine, für euch im Stream klingt das ja dann immer anders als für mich. Ich muss es halt wissen. Ach, das ist, glaube ich, Dings, da wo der hing. Könnte möglich sein. Ja, aber wieso habe ich die ganze Rotze schon wieder? Keine Ahnung. Ich sage ja, kann ja sein, dass es verbuggt ist irgendwie. Das ist ja nervig. Lady meint, es passt so. Dann lass ich es jetzt so. Es muss halt immer. Ich Hunger und Wurst, so toll. Ja, so geht's mir auch gerade. Ich finde halt, es muss halt immer ein ganz guter Mix sein, dass man mich halt gut hört und halt aber auch meine Mitspieler gut hört. Und Höllenmutti, einen wunderschönen. Hallöle. Muss halt immer ein guter Mix aus allen sein. Ja, du musst mir das halt sagen. Woher ja, ich höre das doch selber nicht, ob du lauter bist als ich. Das können mir die Leute doch nur im Chat sagen. Ja, aber so war es gestern mit Wölchen. Die war voll laut im Gegensatz zu dir.
Ja, und ich höre das ja nicht selber, deswegen müssen mir die Leute das ja sagen. Deswegen habe ich dir ja dann gesagt, aber dann hieß es wieder, es wird nicht stimmen. Die Essen findet ihr jeder anders. Ja, das stimmt. Ich brauche was zu essen. Ich kann dir höchstens noch ein paar Riegel anbieten. Warte mal. Hab ich selber, aber die bringen nicht viel. Warte mal, achso, weil du gerade selber im Inventar bist, da kann ich dich an dir rumfingern. Da war ich gerade irgendwie alles mampf, was ich noch irgendwie hier drin habe. Na, warte mal, ich hab da noch Zeug einstecken. Oh, lass mich doch meine Austern essen. Die bringt doch nichts, die Dinger. Ja. Du bist trotzdem noch am Verhungern. Das geht. Dann bleib doch mal ständern. Nein, ich muss es den da oben abklatschen. Das Gepiepe geht mir auf den Nerven. Das macht dauernd piep, 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 piep. Das ist schlimmer wie dieses quiek, quiek, quiek. Oh, hier gibt's Essen. Futter! Futter, Futter, yum, yum, yum. Kann ich mir hier runterglitschen? Ich hab keine Lust runterzulatschen. Okay, es hat funktioniert. Hä? Ich hab nichts genommen und es hört auf zu piepen? Hä? Na, sei doch vor. Lady, der will immer fummeln, das ist ja das Problem. Nee, du willst fummeln. Wir wollen beide fummeln. Aber jetzt erst. Einigen wir uns da drauf. Ich wollte schon sagen, jetzt erst auf mich wird er schämen, dass ich der Schuldige bin. Wir einigen uns drauf, wir wollen beide fummeln. So, ich habe immer noch so ein blödes Ausrufezeichen. Nee, dann hin. Okay. Kann halt auch sein, dass die immer wiederkommen, das weiß ich eben nicht bei dir. Das ist aber doof. Bärchen. Bärchen. Ah, hier ist ein Radio. Ja, mal da das rum, Mensch, die 20 Meter, die da runtergefallen ist. Oh. Schnauze. Schnauze. Ja, das wäre Kerl. Ah, hier hast du einen Kochtopf. Yay! Du hast doch dein letztes Mal verspüttet. Ich weiß nicht, wo da hinten ist. Aber dann können wir ja schon Wasser abkochen, weil ich habe auch kein Wasser mehr. Cool. Hast du noch welches? Ja. Ja, wow. Ja, wow. Hey, Mutti, ich danke dir für den Glück. Ja, der Frauenlogik, es gibt halt keine Frauenlogik. Hey, hey, hey. Das du sagst immer, ich soll lieb sein, ja? Und du selber bist nie lieb. Saves Lady schreibt so, das ist Frauenlogik. Ja. Ach, die hat doch keine Ahnung. Da schreit schon wieder eine. Hey, 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 hey. Ja, ja, die macht gerade einen Regentanz oder so. Ich wollte gerade schießen. Ich sag, du sollst kommen. Später. Erscheinen würde reichen, aber ist okay. Okay, erscheinen wir halt bloß. Das Kommen machen wir, wenn wir alleine sind. Ja, das meintest du. Ja, ist okay. Bei dir weiß man ja nie. Heiß ich Tamara. Hallo? Hallo? Du heißt Schnulli, das ist schlimm genug. Du kleine Miese. Dieses Wasser braucht ja ewig. Krieg ich schon diesen Scheiß? Warte mal, warte mal. Gar nicht, weil das meins ist. Geh da weg. Achso, du bist ja dein. Wow. Ja, du musst warten, bis fertig gekocht hat. Ich wollte da noch irgendwas reinklatschen. Ich wollte doch Süppchen machen. Ja, dann darfst du noch nicht gleich aufs Reitchen gehen.
Ja, das hab ich gemerkt. So, warte, ist egal, ich hab grad keinen in der Hand neben stehen heute. Du bist ein Nasenbär. Hast du was gegen meinen fetten Riechkolben? Nee. Was kann man denn da alles reinschmeißen? Ärmchen, Beinchen? Nee, was kann man denn noch reinschmeißen? Hast du da eine ganze Liste? Da steht doch, was du nehmen kannst. So, hab ich jetzt. Ich mache jetzt Hühnernudelsuppe. So. Hatte ich auch schon. Naja, mache ich das extra. Da können wir dann uns vor ihnen wegschlürfen. Cool. Wir machen nochmal eine freundliche Speicherung. Dankeschön. Kevin, du guckst immer bitte nicht so aggressiv. Was ist zum Teufel los mit dir? Danke. Mann, du sollst das nicht einsammeln, du Dummkopf. Du sollst deine Flasche füllen. Oh, Kevin, geh aus dem Weg. Ich sag doch, du musst den Manieren beibringen. Zart den von Helm. Der Nimm. Füllt die Flasche nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Nimm einen Holzstock und knüppel den einer. Dann versteht er das. Nee. Das ist ja deine Aufgabe. Ich kann dir doch mit Stein bewerfen. Lass den Kevin. Mann. So, speichern muss ich noch. Du müsstest noch speichern. Hab ich. Okay. Aber mir fällt was ganz anderes ein. Warte kurz, ich muss noch Tablette nehmen. Mhm. Oh, nom 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 nom. Ich frage mich, wer dich so eingekleidet hat. So. So. So, du kannst für meinen Süppchen, kannst du mal... Schmeckt das überhaupt? Keine Ahnung, also ich lebe noch. Ah oh ja, das ist gut, dann nehme ich noch einen Schluck. Nein, nimm noch einen. Danke. Bitte. Ich bin wieder full. So, dann haben wir das gemacht. Ich schlürfe mir auch noch mal vor ihnen runter. Achso, nee. Achso, du hast leer gesoffen. Ich war halt leer, jetzt bin ich full. Naja, ich bin auch voll, also mir ist das ja egal. Du musst teilen lernen. Naja, ja, ich nehme eh Stück, du nimmst 12. Das war nur 3. Mhm. Und du sagst doch immer, ich soll essen, also das habe ich gegessen. Nee, ich sag doch nichts. Ich lade jetzt zu diesem Ausrufezeichen. Ich bitte darum. Oh, da war ein Baum. Ein bisschen Satzsache gegen Baumgrand. Ja. Menno. Ach, hier hätten wir auch bauen können. Hier wäre eine schöne Fläche gewesen. Aber da ist kein Wasser in der Nähe. Okay. Also da, wo wir sind. Ja gut, die haben wir auch bei uns. Es ist egal, wo wir sind. Virginia frisst die so oder so. Stimmt. Wir könnten uns ein Baumhaus bauen, da würde die, weiß ich nicht. Ja, die Vögel erschlägst ja du. Ja. Musst du ein paar Baumstämme schmeißen. Was sind du hier? Hops, springt das Wiesel?
Ja, da war ein Baum, da musste ich drüber hüpfen. Kannst du so drüber laufen? Nein. Habe ich auch gerade. Aber ich hüpfe. Lass mich hüpfen. Lass ich doch. Nee, du meckerst schon wieder mit mir. Oh, weißt du, welches das ist? Das ist, glaube ich, das im Meer, die Pistole. Du musst doch sehen. Ich glaube, das ist das. Wenn das davon ist, ja. Ja, das ist das. Ja, da brauchen wir nicht hin. Da waren wir ja schon. Da war ja schon dreimal. Ja. So, bei uns neben der Base sind wir auch schon gewesen. Der Leuchtepunkt. Aber wir können trotzdem mal hingucken. Ich weiß halt nicht, was wir das letzte Mal noch... Oder vielleicht haben wir wirklich das Glück, wir müssen jetzt wirklich nochmal komplett rüber auf die andere Insel. Na dann lass uns mal rübergehen. Wir können erstmal zurück kurz in die Base und ein bisschen nackt machen. Vielleicht Zeug mitnehmen, irgendwas. Was müsste auf dem Eisbaum, wenn es wieder taut, steht das auf dem Wasser, okay? Machst du immer nicht so blöde? Die nehmen ja und lacht wie so eine Geisteskranke. Hat sie wirklich gemacht? Tja. Hat sie nicht quick gemacht? Hat sie nicht? Ich hab der aus Freundlichkeit den Kopf weggeschossen. Ist auch kein Quack. Nee. Okay, ist noch so dann darf der Kopf ab. Ist noch so völlig noch gleich wieder. Der gurgelt mit Urin. Achso, oh. Das ist denn ja Lacher, ich geh mal lieber. Ich meine, ich hab meine Schrotflinte, ich kann da reinrammeln, das, ich meine, das ist mir egal. Ich hab auch eine. Wo ist denn jetzt unsere Base? Das weiß ich nicht. Er zeigt nichts an. Das ist ja das, was mich eben gerade wundert. Ja, aber weißt du warum? Weil du das Zelt weg hast, du Nase. Ja, ist egal, aber wir sehen ja, wo die Dinger sind. Und wir haben ja noch den gelben Punkt da, was auch immer der gelbe Punkt da bedeutet. Keine Ahnung. Nee, wir wollen aber, Lady, wir wollen nicht nochmal neu mit Bau anfangen. Wir haben uns ja schon ein Holzhaus gebaut und haben ja noch angefangen, noch ein Steinhaus zu bauen. Und jetzt noch ein drittes Haus bauen? Ich glaube, ja, unser Urlaubsdomizil. Das ist doch die Holzhütte. Stimmt. Aber das ist doch auch das Lager. Das ist doch egal. Okay. Ich meine, wenn wir in Ole fahren, da sind wir eh besoffen. Das wäre das doch ähnlich. Okay. Red doch nicht immer von uns, wenn du immer besoffen bist. Was? Ja, das ist sicher. Mhm. Du bist der Schluckspecht. Ja. Ja. War ich blau oder du? Ach. Bis du blau bist, bin ich schon wieder ausgenüchtert. Das ist ja immer das Schlimme. Das stimmt. So, dann bist du derjenige, der einfach mal eine Stunde auf dem Klo pennt. Ist egal. Ja, wow. Du schaffst dafür innerhalb von anderthalb DBD-Runden besoffen zu sein. Das macht nichts. Wer ich schaff das auch in 10 Minuten. Das stimmt. Hab ich auch schon gemacht. Habe ich dir schon bewiesen. Mhm. Und dann sitzt die Rotze voll im Auto und fahr anderen Leuten über die Füße. Oh, ich sehe unser Haus. Das wird was Schönes für YouTube. Hat ja gesagt, ich schneide da nichts raus. Das ist mir egal. Mir auch. Ich hab mir eh schon blamiert mit Quiek Quiek und Quack Quack. Von dem her macht das auch nichts mehr. Noch nicht, es ist ja noch nicht oben. Naja, das kommt noch. Ja, ungefähr nur 2,5 Wochen. Bis das hochkommt, ist das oben. Das ist ja das Schlimme.